zum Ziel gemacht, alle Anwohner durch die Klingelstreiche aus dem Schlaf zu rütteln. Inklusive dir! Mein Gott! Ich darf schlafen? Das ist falsch. Ich muss nochmal mit dem Chef von dem Baumwollfeld reden, das kann ja gar nicht sein. Warum darf der Baumwollpflücker schlafen? Das geht doch gar nicht. Es ist 3 Uhr nachts, es klingelt. Klingelingelingeling, hier kommt der Eiermann. Tududududu. Tududududu. Ja, komm, gib den Donut, Alter. Dann werden die so fett, dann können die gar nicht mehr gegen mich gewinnen. Klingelstreicher. Was zum Henker, was ist das für ein... Oh, noch eine Kampfmission. Kampfmission! Hilfeschrei einer verzweifelten Hausfrau. Ein Versicherungsvertreter hat sich Zugang zu ihrem Haus verschafft und langweilt sie mit Versicherungsmodellen und langen Tabellen fast zu Tode. Ja, dann erschlag ich sie jetzt. Zum Glück versicherst du. ich versichere dem Versicherungsvertreter, dass er versichert ist bei seiner Versicherung, damit er nicht ohne Versicherung irgendwie... Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ihr zu helfen. Ich versichere ihr. Dann hat's ja noch einen Versicherungsvertreter. Warum steht da minus 25%? Warum? Verstehe ich nicht. Dein Team. Mein Team. Deine Heldentaten. Doppelt verhauen. Aktualisiere das Shop-Angebot. 10 Punkte pro Fähigkeit. Konkurrent? Wo? Da! Baumwolfi! Was? Da steht Baum. Baum. Baumwolfe. Baumwolfe. Er konnte sich nicht leisten, das Wort zu Ende zu schreiben. Da wäre er schon 53 Münzen, Alter. Alter! Alter! Kauf dir mal was! Junge! Kauf dir mal was Vernünftiges. So, jetzt kommt der. Jetzt kommt hier der Fight. Der Fight des Todes. Ich kämpfe ernsthaft gegen einen Versicherungsvertreter. Was ist bei euch falsch? Wie der da auch so steht. Der steht wie Angela Merkel. Das Internet ist für uns alle Neuland und es ermöglicht... Was willst du eigentlich von mir? Das Internet ist für uns alle Neuland und es ermöglicht unseren Freunden und Feinden... Ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Es tut mir leid. Neue Ware. Danke, 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 danke. Jetzt muss ich mein zweites Duell. Okay. Breite Steckerleiste. Das sieht irgendwie ein bisschen falsch aus, Leute. Das hängt an einer ungünstigen Stelle. Wenn ich jetzt nicht die Beule in der Hose hätte, würde man denken, dass... Oh, das ist selten. Das sieht echt so scheiße aus, das ist unglaublich. Aber da verliere ich Kraft. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Kitzelnder Staubwedel. Wo soll der mich denn kitzeln, ey? Betttuch des fehlenden Geschmacks. Ist Darth Vader ein billig, ey? Leute. Leute. Warum kann ich mir noch eine Steckerleiste kaufen? Ihr habt doch schon eine Steckerleiste. Willst du mich verarschen oder was? Verkaufst du mir zweimal den gleichen Scheiß? Scheiß. Ja. Defekte Skibrille der zu guten Sicht. Ja, ich glaube, ich kaufe mir die defekten Skistiefel, oder? Oder nee, nee, den kitzelnden Staubwedel. Der hat 7 Kraft und 5 Schaden. Ich habe einen Schaden, ja. Ich habe einen ganz großen Schaden. Was willst du? Entschuldigung, ich muss mal kurz ausstoßen. Muss auch mal sein. Nee, 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 nee. 14 kostet der. Das sieht schon krass beschissen aus, ne? Aber das bringt mir Intuition. Was soll das denn? Du kannst doch nicht mal Intuition buchstabieren, du Scheiß! Baumwollflöcker. Gummi-Stinkstiefel. Ja,
Dann kann er sich noch ein bisschen besser durchschlagen. Das nehme ich. Zu dem Penis, zu der Penissteckdose nehme ich dann jetzt auch noch die stinkenden Gummistiefel des stinkenden Stinkenden. Kann ich mir noch was leisten? 41 habe ich. Ich könnte mir doch noch die defekte Skibrille des Schwuchtels kaufen. Und den Elastar-Dingsbums der Peinlichkeit. Ja, das kann ich mir beides leisten. Das nehme ich. Einmal den und dann noch den. Kann ich das nicht? Ach, das muss da ein. Okay. Du siehst so lächerlich aus, Kumpel. Das ist unglaublich. Aber naja. Ich muss... Das ist ein Taschenrechner. Einfacher Taschenrechner. Nee. 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 Duell und Liga. Ich soll noch ein Duell machen, stand da. Ja, ich soll noch einmal auf die Fresse hauen. Das kann ich sowieso gut. Die Schwarzen müssen sich ja bekanntlich immer sehr stark durchschlagen. Und deswegen mache ich das einfach mal. Du benötigst 500 Ehre, um in der Liga zu kämpfen. Ich habe so viel Ehre, das glaubst du gar nicht, ey. Ich kämpfe jetzt gegen Stefan. Komm, Stefan! Ach, Stefan! Stefan! Oh, jetzt hat mich Stefan besiegt. Das ist ja traurig. Stefan, finde ich uncool. Kann ich hier noch was verbessern? Für 5 Münzen. Ja, dann machen wir es mal. Bestreite dein zweites Duell. Doppelt verhauen. Ein gutes Investment. Kaufe einen Fähigkeitspunkt. Das erinnert mich irgendwie an... Wo komme ich zur Rangliste? Du bist nicht allein in Hymphraum Day. Klicke auf die Rangliste und schaue, wie du dich im Vergleich zu anderen Helden machst. Tipp, besiege andere Mitspieler im Duell, um dir in der Rangliste aufzusteigen. Wo ist denn die Rangliste? Arbeit! Auf zum Baumwollfeld! Wenn du gerade mal keine Heldentaten vorbringst, lohnt es sich, einen Blick in die Zeitung zu werfen. Lohnt sich ein Blick in die Zeitung? Da liegt ein Donut! Lecker! Hier findest du regelmäßige Jobangebote. Also wer den Donut noch nicht gesehen hat, für alle Blinden unter euch, da! So blau wie Papa Schlumpf. Fehlt nur noch die rote Mütze. Die meisten Jobs sind eher langweilig. Ja, Baumwoll pflücken macht halt nicht sonderlich viel Spaß. Und die Bezahlung ist mies. Herr Spieß. Jedoch kannst du dir ein paar ehrliche Münzen verdienen. Ehrlich, komm. Wir leben im 21. Jahrhundert. Wir leben auf der Erde. Wo ist hier noch irgendwas ehrlich? Wir leben in der Zeit des islamischen Staats. Wo sollen wir da noch ehrlich sein? Oh, jetzt ist mein Tisch jetzt ist hier was runtergefallen. Das tut mir jetzt aber leid. Hebe ich gleich auf. Nee, das ist langweilig. Habe ich keinen Bock drauf. Wenn du mal eine längere Auszeit von deinen Heldentaten brauchst, sind diese unweltlichen Jobs genau das Richtige. Aber Vorsicht, Überstunden lohnen sich kaum. Ja, das ist ja auch in der echten Welt so, ne? Also, wenn du Überstunden machst, dann bist du der Dumme. Lohnsklaverei. Schufte ein paar Stunden in der öffentlichen, örtlichen Videothek. 24 Stunden. Nee, das mache ich dann später, wenn ich ausmache. Training. In der Garage kannst du die Fähigkeiten deines Helden mit... kann sich nicht mal ein Fitnessstudio leisten, der Idiot. Der muss in der Garage trainieren. Legt sich dann unter sein geklautes Auto und macht dann ein paar Hip-Ups. Nein, das heißt Sit-Ups. Für jede Fähigkeit deines Helden gibt es ein spezielles Trainingsprogramm. Wähle dieses aus und warte ab, bis dein Held die Trainingseinheit beendet hat. Nachdem du die vorgegebene Menge an Trainingseinheiten absolviert hast, wird die jeweilige Fähigkeit um 5 Punkte verbessert. Das ist ja doll. Kondition trainieren. Kraft trainieren. Ja, du musst dich durchschlagen können, Kumpel. Starte mal hier deine Kraft. Die große Übungskarte. Ah, man kann immer nur eins machen. Das ist interessant. Was ist das? Das weiß ich nicht. Dein Team! Es ist doch langweilig, auf Dauer immer nur alleine gegen das Böse zu kämpfen. Schaffe Abhilfe und gründe dein eigenes Heldenteam oder tritt einem bestehenden Team bei. Viele Teams und teamsuchende Helden stellen sich im Hero Zero Forum vor. Ich suche mal ein Team. Kann ich auch ein Team gründen? Oh, das kostet 500. Nein, dann kann ich das noch nicht. Wir kämpfen für Baumwolle! Rette die Baumwolle! Die Arbeitslosen. Ich dachte schon Arbeitshosen.
Aber Arbeitshosen? Nein. Nur Musik. Oh. Nur Musikmöhe. League of Obama. Ja, dann muss ja bald beendet werden, weil Obama ist ja bald weg. Weg vom Fenster! Es hat mal ein Spanner bei uns in der Umgebung gewohnt, aber der ist jetzt leider gestorben. Jetzt ist er weg vom Fenster. Legendenfriedhof. Ihr seid alle schon tot, oder was? Ihr Idioten. Familie. Ja! Ich wollte schon immer in eine Familie. Team der Freundschaft. Schnitzelbrötchen. Schnitzelbrötchen! Schnitzelbrötchen. Spielplatzbande. Schnitzelbrötchen. Ich möchte Schnitzelbrötchen. Rangliste. Baumwollpflücker. Da ist der Baum. Epischer Popel. Das war bestimmt ein Mädchen. Oder das war ein Junge, der gerne mal ein Mädchen sein würde. Donuts kaufen. Hallo, schöne Frau. Könnte ich Sie auch kaufen anstatt den Donuts? Ich würde lieber die Frau kaufen anstatt die Donuts. Warum darf ich das nicht? So, der Depp des Viertels. Ey, jetzt kann ich keine Mission machen, das ist doch Kacke. Dann mache ich jetzt halt Duelle. Noch kurz, bis ich dann meine Aufnahme beende. Willi! Willi bald, ja, der hat einen fetten Halt. Willi bald, das ist der Willi bald. Bald! Willi bald, Willi bald, Willi, Willi, Willi bald, Willi bald, Willi bald. Ich habe doch mein Heldenprofil jetzt besucht. Was soll das denn? Mann! Guten Tag, wie geht's? Du kannst dir die Heldentaten anderer Spieler in der Zeit anzeigen. Klicke dazu auf Rangliste, wenn ein Heldenname aus und klicke auf Heldenanzeigen. Ach so. Ich soll auf einen Fremden. Ich soll Fremdenverkehr machen. Dann sag das doch. Willi! Also Willi, das geht aber besser. Kauf dir mal was Vernünftiges hier. Nicht die Flipflops des Dingsbums. Willi, schäm dich doch. Jetzt habe ich einen Taschenrechner. Ich habe einen Taschenrechner. Ich habe einen Taschenrechner. Leute, ich habe einen Taschenrechner. Jetzt kann ich mir 1 plus 1 ausrechnen. Ist das nicht toll? Was ist denn hier noch? Mottenzerfressenes Betttuch. Was bringt das? Grips! Der muss doch dumm bleiben, sonst kann er sich ausrechnen, dass das Handy des klingelnden Klingeltons. Oder der einfache Taschenrechner. Ja, dann nehme ich da mal das Handy des klingelnden Klingeltons. Sonst kann er sich nachher noch ausrechnen, dass er nicht den Mindestlohn verdient auf seinem Baumwollfeld. Baumwollfeld. Ist mit dem Deutsch schwer, ne? So. Warum darf ich jetzt nur gegen so einen Guten kämpfen? Das ist doch scheiße. Was? Der hat 430? Willst du mich verarschen, Alter? Kauf dir mal ein Leben! Kaffeetasse! Obwohl, ich schlag mich eigentlich ganz gut mit dem. Problem ist halt einfach nur, der hat 430! Der hat diese hässliche Gesichtsmaske. Fällt euch das auf? Du wurdest besiegt. Danke. Danke, danke, danke. Ja, ich glaube, das war's erstmal für die erste Folge. Es war klasse, klasse. Ich liebe dieses Spiel. Oh, ich habe die Rangliste. Die habe ich gar nicht bemerkt. Beim ersten Mal. Es tut mir leid. Was habe ich denn noch für Mission? Nackt war gestern. Heute sind wir splitternackt. 13 Punkte pro Fähigkeit. 15 Punkte pro Fähigkeit. Achso. Ehre erlangt. Ja, ich würde sagen, das war es erstmal für die erste Folge von Hero Zero. Wir sind wirklich eine Null, so wie das Spiel verrät. Und ich wär mir wirklich mal gespannt, wo das noch endet, dieses Scheißspiel. Ich hebe jetzt erstmal das auf, was mir gerade runtergefallen ist, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!